Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge More Time City of the Damned. Das Spiel hat mich wirklich immer noch fest im Griff. Ich bin total begeistert, total gehypt, mir macht total Spaß. Ich hätte gern viel mehr solcher rundenbasierender Kampfspiele, aber die wir haben, sind ja auch gut, wenn auch wenig. Mir fällt da eigentlich momentan nur das XCOM und ja, ich weiß nicht, Pillars of Eternity und ne, gibt schon ein paar, aber immer noch zu wenig. So, wir müssen uns für eine Mission entscheiden. Wir haben jetzt hier zwei brutale Missionen. Nope. Und eine schwere. Jetzt ist echt die Frage, zahlen wir 6 Geld an unseren Kundschafter, damit wir noch eine Mission kriegen? Oder nehme ich jetzt die schwere, konzentriere mich aufs Kristalle-Looten, und dann versuchen wir zu flüchten. Verdammt, ich weiß nicht, wie man flüchtet. Man kann irgendwie fliehen, glaube ich. Ich glaube, dann lässt man irgendwie alles zurück oder so. Deswegen bin ich mir eh auch nicht sicher. Aber 6 Goldzahlen ist halt hart. Wir haben nur noch 50 und momentan keine Einnahmequelle oder so. Okay, wir nehmen die schwere Mission. Au, genau, stimmt. Wir haben ja sogar noch das Problem, dass einer unserer Helden noch einen Tag verletzt ist. Das heißt, wir gehen sogar mit einem Mann weniger in die Schlacht. Wir werden... Nein, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Okay. Ich schicke einen Kundschafter. 6 Gold, komm. Raus damit. Und was haben wir? Noch eine schwere Mission. Verdammt. Noch eine schwere Mission. Moorsteinjagd. Das wird sich anpassen, genau. Wird sich anbieten. Ach ja, komm. Man muss auch mal irgendwie einfach gegen alle Wahrscheinlichkeit hier. Oh Gott. Of enemy warriors have been discovered across the area, scattered in fright. Before they can regroup, you break your warband into 3 patrols to intercept and engage your disorganized rivals. Okay. Finde 50% der Moorsteine und beschütze sie. Das wäre unsere optionale Aufgabe. Ich hätte gern Moorsteine. Das fände ich schon ziemlich gut. Deswegen werde ich mich vielleicht da wirklich drauf konzentrieren. Ich weiß es nicht. Ich habe normalerweise immer so große Over-Ear-Kopfhörer auf beim Aufnehmen. Aber die sind leider jetzt kaputt und ich habe mir noch keine neuen gekauft. Jetzt habe ich so In-Ears. Und jetzt hört sich meine Stimme ganz komisch an. Da muss ich mir erst dran gewöhnen. Die ist so laut in meinem Kopf. Ich höre nur noch meine eigene Stimme in meinem Kopf. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Zum Glück ist es nur meine eigene. Aber die ist auch schon komisch. Ich glaube, ich nehme ein Stöpsel aus dem Ohr. So geht's. That's weird. So weird. Ladezeit beendet. Was ist los hier? Aha, jetzt geht's los. A new round has started. Moment, da ist schon der Gegner. Der hat gleich den Eröffnungsschlag. Aber er schlägt daneben. Aber finde ich jetzt trotzdem ein bisschen gemein. Ich meine, das ist irgendwie unerwartet. Das ändert alles. Aber wenigstens können wir gleich einen Gegenschlag landen. Devastating. Ja, aber damit habe ich jetzt wohl nicht gerechnet. Der nächste ist auch gleich hier. Aber auch der verfehlt. Yeah. Auch der kriegt einen Gegenschlag. So, jetzt sind erstmal wir dran. Also das geht gleich mal krass los, oder? Ich glaube hier, die wir hier sehen, sind die Hexenjäger. Ich glaube, wir haben es hier mit den Hexenjägern zu tun. Oh nein, sticht er daneben. Macht eh so wenig Schaden mit seinem Speer, der Einarmige. Oh, zweimal daneben mit über 80% Chance. Sowas nervt mich einfach. Dann zeigt mir doch keine über 80% Chance an. Ich finde, die Werte sollten nicht echt angezeigt werden. Die sollten immer 20% schlechter angezeigt werden, als sie wirklich sind. Dann freut man sich oder man akzeptiert es leichter. Je nachdem. Wäre meine Game Design Idee. Hey, aber ich habe das Gefühl, so wie Sepuloni ablost, so krass ist Wyrex mittlerweile. Der haut richtig rein. Es reicht leider gerade nicht, dass wir den jetzt weghauen. Haben wir nicht eine Fähigkeit, abgesehen vom Fluch des Knappen? Habe ich ihm passive Fähigkeiten gelernt, oder? Keine aktive.
Naja, trotzdem, reinhauen. Ich will einen kritischen sehen. Oh, schade. Aber immerhin, trotzdem. Ziemlich cool. Okay. War sie. Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Das hat mich gleich so verwirrt, dass alle auf einem Platz stehen, dass ich jetzt erstmal schauen muss, wo eigentlich alle sind. Ah, Vasi und Falkos sind ganz in der Nähe vom feindlichen Wagen. Das heißt, wir könnten deren Fahne klauen. Das wäre ziemlich schlecht für deren Moral. Okay. Hier haben wir zwei Fernkämpfer, Markus und Michael. Die sind einigermaßen in der Nähe von unserem Kampfgeschehen hier. Vielleicht könnte man da eingreifen. Oh, unsere Wägen sind im Grunde direkte Nachbarn. Irgendwer muss auch noch Steine sammeln. Sollten wir nicht vergessen. Und hier ist der feindliche Held. Müsste gleich da oben irgendwo sein. Ich sehe ihn. Da ist er. Wie machen wir es? Gibt es irgendwo hier Scherben in der Nähe? Scherben bringen bekanntlich Glück. Nicht so wirklich, aber ich gehe mal da die Straße runter. Hier liegt was, nämlich. Und zwar Gold. 29 Gold. Das ist gut. Das ist gut. Man startet ja am Anfang mit so viel Gold, dass ich mir am Anfang immer gedacht habe, so kleine Summen Gold, die man hier in der Mission findet, so pfff. Wer braucht das? Aber man ist ziemlich schnell ziemlich pleite und dann ist man froh um jeden Cent. So, welchen schrecklichen Effekt haben wir bekommen fürs Aufheben? Gar keinen? Ich sehe keinen Effekt. Wir haben keine Bewegungspunkte mehr, aber ich gehe auf Überfallhaltung. Gehe ich wirklich auf Überfallhaltung? Da ist eine Falle vor mir. Ja, lieber schon, weil ich den Fernkämpfer beschützen muss. Oh Gott, da ums Eck steht auch noch einer. Den habe ich jetzt ganz übersehen. Oh oh, okay. Oh ja, hier. Oh Gott. Um die zwei mache ich mir jetzt schon Sorgen. Aber jetzt passt mal auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Genau, er sieht den. Kommst du hier die Treppe noch hoch mit deinen Bewegungspunkten und kannst trotzdem schießen? Nein, keine Chance. Na gut, aber du kannst hier hochspringen, stimmt's? Stimmt's? Nein, stimmt nicht. Schade. Irgendwo hochklettern wäre schon gut gewesen. Hier vielleicht irgendwo? Vielleicht macht es irgendwie Sinn. Sag bloß, da ist irgendwo noch einer. Sehen wir jetzt noch einen oder sieht er... Oh, da ist wirklich... Die sind hier zu dritt und wir sind nur zu zweit. Oh, sorry Leute, aber euch beiden rechne ich keine hohe Überlebenschance an, ehrlich gesagt. Er ist zumindest hier im Gebäude, scheinbar zumindest allein. Wenn ich ihn hier stehen lasse, sieht er auf das Gebiet, wo sich der andere hinten verschanzt hat. Beobachtung. Ich weiß nicht, was ich gerade sonst machen soll. Tut mir leid. Sorry. So, meint ihr, der kommt noch rechtzeitig, um hier einen Schuss abzufeuern? Weil dann könnten wir einen der beiden töten. Das wäre ziemlich gut. Oh ja. Er sieht einen. Er kann auf einen schießen. Oh, warte mal. Da steht noch einer. Ach, die sind überall. Ach so, das ist der. Die Map ist wirklich klein. Aber gut, jetzt wartet mal. Das machen wir jetzt nämlich anders. Dann versuche ich mit 52% auf den zu schießen. Wenn er tot ist, ist es absolut awesome. Wenn nicht, naja, mein Gott. Ah, damn it. Schade. Oh oh. Yeah, Überfall, to the max. Yeah, ausgewichen, der wahnsinnige Vasi. Der hat's schon mit einer ganzen Horde von Rattenkerlen ganz allein aufgenommen. Der wird wohl mit so einem komischen, selbstgeißelnden Glatzkopf fertig. Yeah, das ist doch gut, oder? Das muss doch gut sein. Komm schon, hol ihn dir! Ach, come on, das wäre so wichtig gewesen. Warum versagt ihr immer, wenn es wichtig ist? Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. So, jetzt kommen dreimal die Gegner dran. Das könnte jetzt ziemlich devastating werden. Immerhin kriegt er noch ein bisschen was ab von unserem Fernkämpfer.
Aber auch da war sie die Gefahr, sie wird gleich auf einen Schlag halb totgeschlagen. Da sind aber auch der Anführer, der Held und noch irgend so ein Kerl auf einen Haufen gegen den wahnsinnigen Vasi und einen Fernkämpfer. Das ist einfach nur gemein. Einfach nur gemein. Keine Überlebenschancen hier. Sorry. Na, kurzer Prozess. Objectives updated. Tja. Ziemlich böse, was hier passiert gerade. Ziemlich böse. A new round has started. Ouch. Ouch. Okay. Okay, wartet, ich muss mir kurz eine Übersicht verschaffen. Die beiden sind hier im Kampf verwickelt. Hier ist ihr Anführer, der hat den in einem Nahkampf verwickelt. Daneben steht ein Bogenschütze. Da oben ist der Wagen. Vasi ist weg vom Fenster, leider. Aber Falkos könnte vielleicht hier rumlaufen und die Fahne klauen. Wir könnten versuchen, hier den Anführer und einen von den beiden oder vielleicht beide zu killen. Und dann ist deren Moral im Keller. Und irgendwie heben wir dann noch ganz schnell ganz viel Steine auf. Guter Plan, oder? So machen wir es. Los geht's. Also, piekst den mal ein bisschen. Er braucht entweder dringend eine bessere Waffe oder ich weiß nicht, was wir mit ihm machen. Irgendwas müssen wir mit ihm machen. Er ist nicht der Beste. Nicht der Beste. Und der Beste sollte er so schon sein. Okay, jetzt mach ihn fertig. Der lebt schon viel zu lange, der Kerl. Na also, weg. Helfe ich jetzt unserem Anführer oder greife ich dem feindlichen Anführer an? Fragen über Fragen. Auf jeden Fall plündern wir jetzt mal. Flegel-Axt. Ach so, das Zeichen brauchen wir nicht. Moment, das muss weg wieder. Nimmt nur Platz weg. Ich glaube, ich grauf lieber den freundlichen Führer an. Aber nimm mir vorher nochmal den Stein da. Damit unser Held total schlecht wird, wenn er vor dem Anführer steht vom Feindlichen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich glaube, wir haben keinen negativen Effekt bekommen, oder? Nee. Das kommt alles vom Zweihänder-Waffen führen und so. Das ist okay. Na dann. Angriff. Den holen wir uns jetzt. Du bist in der falschen Hut, Alter. Wie gut kann er parieren? Parieren? Nicht sehr gut parieren. Dann lieber uswuchen. So. Und wir flüchten jetzt panisch. In die Richtung. Und hoffen, dass wir uns dann so irgendwie heimlich... Ah, jetzt habe ich nicht mal nachgeladen mit ihm. Naja, hilft jetzt nichts. Dann kein Beobachtungsmodus, kein Nachladen, nix. So, wie sieht's aus mit Trefferchance? 66%. Aber, okay. Weil er so viel Rüstung anhat. Der ist schwer gepanzert, der Kerl. Naja, Kleinvieh macht auch Mist. Los geht's. So, und du wechselst jetzt die Waffe. Ich weiß nicht, was du als Nahkampfwaffe dabei hast, aber okay. Dolch und Schild. Wie gesagt, man kann ein bisschen, man kann es versuchen, man kann ein bisschen mithelfen. Gegen so einen schwer gepanzerten Kerl ist es natürlich nicht super viel, aber immerhin ist schon okay. Oh nein, ich hoffe, da kommt nicht noch einer jetzt. Das sind die drei, die gerade den da oben in die Mangel genommen haben. Ich glaube, die kommen jetzt runter. Wenn wir Pech haben, gehen die in unseren Wagen und klauen unseren Stuff. Oh Gott, das geht alles viel schneller und gefährlicher, als ich dachte hier. Die Map ist so klein, dass natürlich alle sofort überall sind. Das ist problematisch, aber in der Runde eben noch nicht. Es wird erst in der nächsten problematisch. Oh, aua. Oh, so schmerzhaft. Oh Gott.
Ich hätte so gern, ich würde mich in dem Spiel einfach einmal, würde ich mich einfach nur gern total übermächtig fühlen und alle niederhauen. Einmal nur. Es wäre so schön. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben darf. Es ist eigentlich immer so, wenn überhaupt, dann gerade so am Rande des Wahnsinns. Gut, er macht zwar nicht viel Schaden, aber er hat jetzt seinen Ausweichversuch verspielt. Das heißt, Wyrex kann dann später in voller Härte zuschlagen. Das ist schon mal gut. So, jetzt kommt erst nochmal der Kerl, der unseren Anführer angreift, der den Zeppeloni angreift, dran. Aber dann kommt wieder mein ganzes Team. Wir müssen jetzt echt viel Schaden anrichten, Leute. Reißt euch zusammen und Fahnen klauen und alles müssen wir. Gut. Ist schon mal ein guter Anfang. Bitte mehr davon und weniger daneben hauen. So, die zwei Treffer müssen jetzt sitzen. Und wenn es ein bisschen kritisch wird, habe ich auch nichts dagegen. Sehen wir irgendwo unsere kritische Trefferchance? Haben wir eine kritische Trefferchance? Ich weiß nicht. Wenn, dann kann ich es nicht rauslesen. Los geht's. Nein! Ach, so ein blöder Arsch. Na toll, ja super. Ah, das wäre wichtig gewesen, weil in der nächsten Runde sterbt ihr alle drei leider. Sorry, dass ihr das jetzt auf die Weise erfährt, aber ja, ist so. Okay, aber vielleicht kann er jetzt heimlich hier ums Eck gehen und die Fahne klauen. Los, hol sie dir. Oh nein, Überfall! Ah, das ist so gemein! Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, sorry, Falkas, das ist jetzt schlecht. Echt blöd gelaufen für dich. Der kann jetzt auch nichts machen. Damn it, es läuft so katastrophal schlecht. Das war jetzt gerade so mein Hoffnungsschimmer da hinten, aber leider wurde er bemerkt. Es ist doch alles zu nah zusammen. Das Feld ist zu klein. Also stellen wir uns auf eine ganz, ganz, ganz katastrophale, vernichtende Niederlage jetzt ein. Weil jetzt wird schmerzhaft. Huh, einmal ausgewichen. Das ist schon mal gut. Das ist ein guter Anfang. Aber leider hilft es noch gar nichts. So. Oh, er weicht zwar aus, aber einmal. Hey, immerhin. Ist cool. Ach so, ich habe aus Versehen auf Warten gedrückt, von meinem Fehler. Oh nein! Ja, danke, wir können heimgehen. A new round has started. Cool. Your warband morale is critically low. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Moral ziemlich im Eimer ist. Meine eigene ist auch ziemlich low, nicht nur die von meinem Warband. Ja, ja, haltet die Klappe. Habt ihr halt gewonnen. Mir doch wurscht. Kläglich gescheitert. Mit leeren Händen gehen wir heim. Dabei war Wyrex to the Max richtig gut. Einmal, wo es wirklich wichtig war, hat er daneben geschlagen. Aber eigentlich ist er gut. Wirklich gut. If he finds out about your defeat, he might decide to replace you with a gang of Bretonian shepherds. Wie wäre es, wenn er mir ein bisschen mehr Unterstützung zukommen lässt? Das würde mir auch schon helfen. Ich hasse den. Der Baron ist ein Arsch. Ich mag den Baron nicht. Der Baron kann mich mal. Der unterstützt mich hier überhaupt nicht. Der lässt mich total hängen. Zahlt mir einen beschissenen Scheiß für die Preis für die Scheißpreis für die Scherben und unterstützt mich überhaupt nicht. Aber tut so, als würde er hier den Warband supporten. Aber wir kriegen immerhin einen extra Erfahrungspunkt, weil wir die Außenseiter waren, weil wir unterlegen waren und total schlecht. Mal schauen, wer gestorben ist. Haben wir alle überlebt? Gibt's Tote? Glückliche Rückkehr? Gebrochener Kiefer? Okay,
Nicht so schlimm. Offene Wunden. Minus 10% Nah- und Fernkampfchance, 5% Wahrscheinlichkeit auf Verletzung nach dem Kampf. Yay. Nur ein paar Schramm und blaue Flecken, wird nicht einmal eine Narbe davon tragen. Also er muss nicht behandelt werden, aber ist permanent ein bisschen schlechter geworden. Aber das gehört dazu. Glückliche Rückkehr. Nein! Ja, Wyrex, der T-Rex, ist tot. Ich glaub's echt nicht. Er ist zwar heil heimgekommen, ohne Ausrüstung zu verlieren, aber er ist gestorben. Und der war so gut. Der war mein einziger Lichtblick. Nein, wir haben ein paar echt gut trainierte, hochgelevelte Kerle. Aber ich habe auch so viel Geld in seine Spezialfähigkeiten gesteckt. Das ist so worst case. Ja. Ach, come on. Das kann doch nicht sein. Ja, danke. Ganz toll. Ja, das war so richtig scheiße. Wir sind im Arsch. Ich weiß nicht, wie wir uns davon erholen sollen. Schaut euch mal an. Wir sind jetzt alle verletzt gerade. Unser Anführer kann jetzt alleine. Sepuloni, Vasi und Michael können jetzt alleine auf Patrouille gehen. Alle anderen sind so gut wie tot. Und jetzt... Und Wyrex ist wirklich tot. Und jetzt bezahle ich die Krankengeld-Dings, den Sold, und wir sind auf 14 Gold runter. Wow, und wir haben keinen einzigen Stein, den wir irgendwie auf dem Schmugglermarkt verkaufen könnten. Wir sind im Eimer. Ich weiß nicht beim besten Willen, wie wir da wieder rauskommen sollen. Gerade habe ich mich noch so mächtig gefühlt und jetzt alles vorbei. So ist das Leben hier in der Stadt von Mordheim. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir werden es jetzt durchziehen bis zum bitteren Ende, bis keiner mehr steht, bis alles vorbei ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dabei auf dem Weg hinab ins abscheuliche Ende, ins in Oblivion oder wie auch immer. Das Ende ist nah. Das Ende ist so gut wie da in doppelter Hinsicht. Macht's gut und bis...